Herzlich willkommen zu dieser Meditation. In Kontakt mit dir selbst. Suche dir einen Ort, an dem du für die nächste Zeit ungestört bist, wo du dich sicher fühlst, um dich für dich zu öffnen, um in Kontakt zu dir zu gehen, um dir ganz nahe zu sein. Schließe gerne die Augen. Finde eine Position, in der du dich wohlfühlst, im Sitzen oder im Liegen. Und spüre in deinen Körper hinein, in deine Beine, in deine Füße. Rutsche mit deinem Bewusstsein so richtig tief in dich hinein. Spür deinen Bauch, deinen Brustkorb. Komme an zu Hause in dir. Sag ja zu dir. Spüre deine Schultern, deine Arme, deine Hände. Spüre deinen Kopf und spüre dein Herz. Vielleicht möchtest du deine Hände auf deinen Bauch legen, deinen Brustkorb, deine Beine, um dir auch so noch näher zu sein, in Kontakt zu dir zu sein. Aus diesem schönen Gefühl zu dir selbst heraus, gehe noch tiefer. Begegne diesem wunderbaren Menschen, der du bist. Sprich dich an mit deinem Namen. Liebe, Lieber, wie geht es dir? Wie geht es dir? Du merkst, wie die Frage dich berührt. Du möchtest es wirklich wissen. Wie geht es dir? Vielleicht fragst du auch dein inneres Kind. Liebes, wie geht's dir? Ich bin für dich da. Du kannst dich öffnen. Du kannst dich zeigen. Mein Liebes, wie geht's dir? Und dann horche nach innen. Dann öffne dich. Dann nimm auf. Dann höre zu, was dir dein Inneres sagen möchte. Egal wie groß es ist. Wie überwältigend, wie schwer, wie traurig, wie konfliktiv. Du bist da für dich. Du willst es wissen. Du musst nichts verändern. Du musst nichts machen. Du musst dir nicht die Ärmel hochkrempeln. Du bist da für dich. Du nimmst all diese Gefühle auf und dann reflektierst du sie zu dir selbst zurück. Ich sehe, du fühlst dich traurig, chaotisch, verzweifelt. Was auch immer es ist. Du reflektierst das zurück, was aus dir herausgekommen ist. Du hast es aufgenommen, durch dich durchlaufen gelassen und reflektierst, gibst es jetzt zurück
Ich sehe. Ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Wahrnehmen. Ich nehme das für wahr, was da gerade ist. Ich sehe dich. Lass es in dir auf und abschwingen, hin und her. Diese Gefühle, diese gefühlsmäßige Kommunikation mit dir selbst. Wie geht es dir? Ich sehe, wie es dir geht. Darin liegt die Energie, du bist nicht alleine. Du bist gesehen, gehalten und damit geliebt. Vielleicht merkst du, wie du dich entspannst, wie der Druck in dir nachlässt, wie da mehr Wärme ist, Verbundenheit, Nähe. Genieße dieses Gefühl und gehe dann noch einen Schritt weiter. Frag dich, mein Liebes, mein Lieber, was brauchst du? Was wünschst du dir? Wonach sehnst du dich? Was brauchst du? Und dann sei wieder ganz still. Horche nach innen. Sei interessiert. Sei ganz offen. Was brauchst du? Wonach sehnst du dich? Was wünschst du dir? Lasse aufsteigen, was immer sich zeigen will. Und dann reflektierst du genau dieses Gefühl, diesen Gefühlswunsch zu dir zurück. Ich sehe, du brauchst. Ich sehe, das ist dir wichtig. Ich sehe, du sehnst dich nach. Ich nehme das wahr. Ich verleugne es nicht mehr. Ich drücke es nicht mehr weg. Ich sehe es. Spür, wie dieses dich sehen, dich annehmen und wahrnehmen, so viel Ruhe in dich hineinbringt, so viel Frieden bewirkt. Die Kluft, die vorher zwischen dir und deinem Inneren war, wird immer kleiner. Du berührst dich. Du bist bei dir. Du siehst dich. Du nimmst dich an. Du nimmst dich wahr. Du hältst dich aus. Du hältst dich. Spüre, wie es in dir hin und her schwingt. Wie wohlig warm die Verbindung zu dir selbst ist, wie schön es ist, dir so nahe zu sein. Ihr seid eins, das Dream Team. Gemeinsam seid ihr so stark. Du hast dich zu dir hinabgelegt, hast dich neben dich hingekniet, hast dich neben dich gesetzt, wo auch immer du gerade warst. Hast dich abgeholt und hast dich jetzt an der Hand. Aus dieser Gemeinsamkeit heraus werden sich Lösungen zeigen
Vielleicht hast du jetzt auch schon einen Geistesblitz, eine Idee, wie es weitergeht, wie du diesen Wunsch tatsächlich realisieren kannst. Meistens wünscht sich unser Inneres so sehr diese Nähe, dieses Ja zu uns selbst. Das Ja zu unserer inneren Schönheit und Göttlichkeit. Diese Schönheit und Göttlichkeit, die oft verborgen liegt hinter unseren Verletzungen, die aber immer da ist und die wir durch so eine Übung entdecken können. Ganz bewusst in Kontakt zu ihr, mit ihr gehen können. Dadurch entsteht Fluss und Leichtigkeit, Bewegung. Hand in Hand gehst du mit dir durch dein Leben, mit dem Wissen um die Unterstützung des Universums um dich herum, mit dem Wissen um den Segen des Göttlichen, der immer bei dir ist. Atme tief ein und wieder aus. Spüre wieder deinen Körper. Ganz bewusst. Er ist dein Zuhause. Hier findet die Begegnung mit dir selbst statt. Spüre dein Herz. Dort, wo deine Liebe ist. Diese tiefe Liebe zu dir selbst. Spüre den Frieden und die Ruhe, die Einzug gehalten haben. Und wisse, dass dieses Gefühl immer da ist, auch wenn du gleich deine Augen öffnest. Öffne langsam deine Augen. Und schaue gleichzeitig weiterhin nach innen. Spüre diese Verbindung zu dir selbst. Und wisse, dass du dich jederzeit immer wieder fragen kannst: Wie geht es dir? Was brauchst du? Wie einen guten Freund, eine gute Freundin. Im Vorbeigehen. Diese Verbindung ist immer da. Und nun schaue nach außen. Schaue in den Raum, der dich umgibt. Nehme wahr, was um dich herum ist. Und gleichzeitig nehme wahr, diese Verbindung zu dir selbst, die du noch einmal verstärkt hast.